warum Content-Bären 2021 so wichtig sind. Content-Bär ist ein Begriff für einen SEO-Contest, der aktuell läuft. Was ist ein SEO-Contest? Welche Herausforderungen sind das? Und was kannst du für die eigene Sichtbarkeit deiner Website davon lernen? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Sebastian Braska, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Tapes. Wir haben uns auf Suchmaschinenoptimierung unter anderem fokussiert und darum geht es in diesem Video. Der Alexander Walz von SEO-Vergleich.de hat eben einen Contest ausgerufen. Wer schafft es, bis zu einem gewissen Datum mit dem Begriff Content Bear in Deutschland auf Platz 1 zu sein? Das ist die große Frage. Wir haben, oder alle Teilnehmer haben 5 Wochen Zeit, hier mit ihrer Webseite gefunden zu werden. So ein Wettbewerb ist total interessant, weil man sehr viel über die Methoden lernen kann, die anderen Freelancer, SEO-Profis eben anwenden. Natürlich so Richtung Ende greifen dann die SEO-Profis natürlich auch gern tiefer in die Trickkiste und bedienen sich manchmal unerlaubteren Methoden. Das Interessante ist aber, dieses ganze Spektakel einfach mit zu beobachten. Wir haben uns dazu bei eTabs entschieden, auch mitzumachen. Das heißt, auch wir wollen mit Content Bear in Deutschland gefunden werden. Wenn dich ein Video zu den Top Learnings interessiert, nachdem dieser SEO Contest vorbei ist, dann abonniere diesen YouTube-Channel oder lese unseren Blogartikel zum Thema Content Bear, weil wir hier regelmäßig Updates bzw. eben ein gesammeltes Feedback publizieren werden. Also YouTube-Kanal am besten abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du das Video eben nicht verpasst. Die Herausforderungen bei so einem SEO-Contest. Der Begriff ist erfunden, Content Bear gibt es grundsätzlich nicht. Wenn du unseren Content Bären, unseren Siegfried sehen magst, ich blende hier oben ein Bild von unserem Siegfried ein. Also die Herausforderung ist, der Content Bear ist ein Kunstbegriff. Das heißt, macht es sehr schwer, sich irgendwie an anderen Inhalten zu orientieren, weil jeder erzeugt jetzt einen neuen Inhalt. Man weiß jetzt nicht, welche Art von Inhalt kommt am besten an, mit welchen Informationen und so weiter. Das heißt, alle schreiben jetzt vermutlich Blogartikel drüber oder registrieren sich Domänen um contentbear.de wird sich irgendwer geschnappt haben. Wir haben uns dazu entschieden, einen Blogartikel auf etabs-digital.com eben zu publizieren. Den Link dazu findest du in unserer YouTube-Beschreibung. Und weil wir meinen, dass wir mit unserer eigenen Agentur-Website einfach die besten Karten haben. Aber das große Thema ist, wir haben ja so 3 große SEO-Bereiche. Wie gut ist die Technik optimiert? Wie gut ist der Inhalt im Vergleich zu anderen? Da sich aber jetzt alle neu machen, ist das eben, fällt diese Ebene auch fast weg. Da muss man einfach kreativ sein. Und die Ebene 3 ist, wer kriegt die besten und die relevantesten Backlinks. Und das ist tatsächlich dann total interessant. Unser Nachteil ist, wenn wir einen Blogartikel auf etabs-digital.com publizieren, dass wir uns ja jetzt keinen, man nennt das Black Hat SEO-Maßnahmen, das heißt, wir können uns ja keinen Maßnahmen bedienen, die uns vielleicht negativ auf diese ganze Website wirkt. Hätten wir eine neue Domäne gekauft und dort eine Website online gestellt, Beispiel contentbear.de, dann wäre das viel einfacher, weil wir könnten auch riskante Methoden auszuprobieren, mit dem Nachteil, dass wir vielleicht in 5 Wochen diese Domäne wieder weg ist, beziehungsweise die Google-Sichtbarkeit völlig verschwunden ist. Das würde uns da nicht wehtun. Aber ja. Bei den letzten Contests, ein SEO-Contest war von Xovi, da war das Wort damals Xovi Lichter, also wer schafft mit Xovi Lichter den Platz 1. Und hier hat man sehr gut beobachten können, welche Methoden eben andere SEO-Profis verwendet haben. Und wie gesagt, eines davon waren eben Backlinks. Es wurden probiert, über Fiverr Backlinks zu kaufen, über verschiedene Portale hat man User-Signale simuliert. Das heißt, hunderte Leute haben Suchbegriff plus Brand, also in unserem Beispiel wäre das Content Bear und eTelps eingegeben, haben dann gesucht, haben dann auf unseren Blogartikel in dem hypothetischen Beispiel geklickt
Und dadurch hätte sich die Relevanz der Seite einfach drastisch erhöht. Aktuell schaut so aus, Content Bear, ich zeige euch hier oben auch einen Screenshot. Wir haben derzeit jeder URL, der da gefunden wird, in den Top 10 unter dem Begriff Content Bear aktuell in Deutschland, haben fast keiner noch Backlinks darauf aufgebaut. Das heißt, jeder war jetzt beschäftigt damit, Text zu produzieren, vielleicht Videos dazu zu produzieren. Aktuell gab es 5 Videos, als ich dieses Video aufgenommen habe zum Thema Content Bear. Und genau, und jetzt wird jetzt dann bald dieses Thema Backlink-Bild kommen. Was ist das Interessante? Mit Backlinks-Tool wie Ahrefs kann man sich eben anschauen, woher bauen diese Agenturen die Backlinks auf und wo sind deren Quellen, was haben die vielleicht für eigene Portale, Blognetzwerke, die sie verwenden und Co. Das heißt, man kann einfach wahnsinnig viel daraus lernen. Mein Angebot an euch ist, ich stelle euch dann einen Recap, eine Zusammenfassung, was man aus diesem SEO-Contest, was man daraus gelernt hat. Also ich als SEO-Profi bewerte die Methoden der anderen SEO-Profis. Das Ganze produzieren wir hier auf YouTube, beziehungsweise kommt das in unseren Content Bear Blogartikel online. Das heißt, beides speichern, regelmäßig vorbeischauen, hilft da total. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis bald.